Ohne Graffiti würden wir hier nicht sitzen. Also das, jeder von uns hat angefangen, mit einer Sprühdose irgendwelche Brücken auf irgendwelchen Dörfern anzumalen. Da rutscht man automatisch in diese Urban Art, Street Art, weil man da ja halt herkommt. Man will ja seine Wurzeln auch nicht verleugnen. Was mich tatsächlich geschult hat, war im Straßenbereich zu arbeiten, illegal zu arbeiten und nicht gefragt zu werden oder zu fragen, ob ich das so machen darf, sondern mich selber in etwas reinzufitzen, was mir urbanen Raum anders klar macht als Leute, die einfach nur zur Shopping Mall gehen. Der Drang einfach was zu machen, ne? Der Drang zur Tat. Man sitzt da und denkt sich halt, man muss was machen. Aus sich heraus, ohne es weiter zu erklären zu müssen. Man sieht das einfach so und dann macht man das. Nicht nur, weil man von innen heraus arbeiten muss, aber genau so fängt es an. Manchmal auch einfach, weil man merkt, man möchte zwei Sachen zusammenführen. Ich glaube, eine Idee ist, wenn man zwei Dinge, die schon bekannt sind, neu kombiniert. Und manchmal fällt einem das einfach auf, bevor jemand anderem das auffällt. Oder man denkt das und dann muss das passieren. Manchmal möchte ich in eine Ausstellung gehen und ungefähr wissen, wo ich hingehe. Manchmal möchte ich ein Magazin haben und ungefähr wissen, was ich kriege. Wenn man das aber spezialisiert, Street Art, Urban Art, Contemporary Art, was weiß ich, was es da alles gibt. Mir ist es scheißegal, weil ich mit Lack und Acryl auf Leinwände, auf Wände arbeite, mit Screen und Digitaldesign und das geht ewig so weiter. Als wir die erste Leinwand gemacht haben oder als wir angefangen haben zu arbeiten, war es, glaube ich, nicht so, dass einer von uns sich den Plan gemacht hat, da auf ein konkretes Ergebnis zu kommen. Sondern für alle von uns ist aufgrund dessen, dass wir mit Graffiti groß geworden sind, in neue Medien gewachsen sind, verschiedene Sachen wie freie Malerei ausprobiert haben, klar, dass wir egal welche Wurzel, oder sagen wir meist fußend auf Graffiti als Wurzel, egal welche Technik jetzt benutzen, nur versuchen, uns auszudrücken. Wenn wir jetzt also zusammenarbeiten, das heißt auch auf einer Leinwand 4, 5, 6 Leute arbeiten, was ja eigentlich ein enorm hoher Stress ist, habe ich festgestellt, dass wir irgendwann in der Mitte mitbekommen haben, dass wir uns nicht nur vertrauen, sondern wir gehen darüber hinaus offenbar an einen Punkt, an dem wir ein ähnliches Formverständnis haben und arbeiten darauf hin, natürlich mit dieser Trial-and-Error-Methode, ein Ergebnis zu bekommen, was auch uns sozusagen noch nicht ganz klar ist und über dieses Mash-up von Techniken erst wächst. In den Filmen, die wir machen, haben wir einen Stil gefunden. Also da ist der Raum im Vordergrund und die Farbe, Flächendecken. Also wenig mit bildnerischen Elementen, also im Film selber, nur durch Form, Farbe, Raum, sowas das halt mit sich bringt. Und bei den Leinwänden ist das halt eine ganz andere Geschichte eigentlich. Mach einfach, geh da hin und mach, Green, mach was du machen wolltest. Ja. Aber jetzt kann es wieder eingehen. Vorsicht, deine. Alter. Hey, ich bin gelb und was drin, Leute. Ja, der gehört alle.